Ja, hallo meine Freunde und willkommen zu Ori and the Blind Forest. Ein herausragendes Spiel von den Entwicklern Moon Studios, Publisher Microsoft. Erstmal vielen Dank für dieses äußerst geniale Spiel. Ich habe darüber ein paar Berichte gelesen, ein paar Berichte gesehen. Daher wird das Ganze für mich blind sein. Und ja, wir legen los. Wir gehen auf Spiel starten. An die Nacht. Also Ori, von mir gingen Sturm und Wind. Genial. Die Sounds überragend. Ich krieg Gänsehaut pur jetzt schon. Ja, was soll man sagen? Wir werden es sehen, wir werden es zusammen erleben. Ihr könnt mir an Stellen helfen, wo ich nicht weiterkomme oder wenn ich was vergessen habe, falls ihr das Spiel schon kennt. Ja, und wir werden die Story natürlich zusammen alle erleben. Und für eure Unterstützung wäre ich immer dankbar. Denn gemacht, bitte. Schwalben lässt. Ich krieg Gänsehaut am laufenden Band. Einfach überragend. Thank you.
Ist Nahrung mein Licht? Nahm. Sacht. Oh, die liebe Naru nimmt den kleinen Ori so, als wäre es ihr eigenes Kind. Geil, ey, beeindruckend. Einfach der Hammer. Geil. Ey, das ist so Hammer gemacht. Und denkt zuerst an ihr eigenes Kind. Ja, so ist das allerdings bei mir auch. Ich weiß ja, wie sowas ist. Ich bin ja selber Vater. Aber das ist zwar die Mutter, ich bin aber auch Vater. Geil gemacht. Sagt, Freunde, was haltet ihr von dem Spiel? Schreibt's in die Kommentare. Ich find's bombastisch. Ich muss sagen, das ist ein Spiel, wo mir... Das ist das einzige Spiel, wo mir fast die Tränen kommen. Von der Melodie her, von der Grafik, vom Sound, vom Anfang der Geschichte. Herrlich. Richtig genial. Hammermäßig. Dieser schicksalshaften Nacht. Flammendes Licht. Musik.
Alter Schwede, was für Sounds, Alter. Überragend. Das sieht nicht gut aus, Freunde. Sieht ganz und gar nicht gut aus. Absolut nicht. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Zu essen. Die letzte Frucht. Eine Mutter am Rande der Verzweiflung. Alles ist weg. Nicht mal ein Fleck. Was ist Ori und der Mutter geblieben? In der Spur. Ich erinnere mich an die Zeit. Stürmischer Wind, Leute. Die einzigen Früchte, die hängen da oben. Wunderlich da. Im Niedergang und ohne Licht. Wie herzerwärmend der Wald nur blind und traurig war. Wie herzergreifend das letzte Essen und sie gibt es ihrem Kind. So würde ich es genauso machen. Thank you.
drankommen an die Früchte. Das ist geil. Tatsache. Hat viel gelernt von seiner Mutter. Hoffnung zeigte ihr Gesicht. Hier die ganzen Rückblenden, ey. Das ist alles so einzigartig gemacht. Die ganzen Erinnerungen. Wahnsinn. Hier noch beim Brücke bauen die Rückblende. Hammer. Oh, wer ist das? Ein Tu nicht gut, wa? Wir springen mal ein bisschen bis zum Brutnest. Wir sind gleich da. Geil, ey. Hammer. Wie süß. Einfach zu traurig. Die Mutter hat sich überlebt. Oder vielleicht doch? Nein. So traurig. Arme Naru, armer Uri. Ja, Freunde, ich habe so das Gefühl, dass unsere Reise bald beginnt. Und wieder eine Weise ganz allein. Ohne Grund zu bleiben. Wird Uri es den Bösen doch schon zeigen? Haha, das war nur kurz zusammengereimt von mir.
wir noch mal Uri steuern? Auf der Suche nach meinem Licht. So schwach und voller Leiden. So schwach und voller Leiden. Armer Uri. Als Schreie die Stille zerrissen. Geil, einfach geil gemacht. So eine Spiele müsste es mal öfters geben. Wo auch viel überlegt wird an der Story, an der Grafik, an der Handlung, an einfach allem. An den Sounds. Vor allem so selbstgemachte Sounds oder Indie-Sounds. Und jeder Hoffnung Namen. Das ist einfach viel geiler, finde ich. Als wenn man so, ja, wie soll ich sagen, vom Profi die Musik holt. So von richtigen Künstlern. Wird doch auch langsam langweilig. Deswegen Indie-Sounds tausendmal geiler. Armer Uri, jetzt ist er hingefallen. Als die Kraft meines Kindes wich. Sorry, dass ich gerade so ein bisschen still bin, aber ich bin echt verblüfft, überrascht und begeistert von dem Spiel, wie es denn schon angefangen hat. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich kann es euch nur empfehlen, euch das Spiel zu holen und das einmal mindestens selber zu spielen. Und der letzte Atemzug getan war. Da hört ihr es mal wieder. Kleiner selbstgemachter Indie-Soundtrack. Das an, was Ori macht. Hier blüht es wieder so halbwegs.
Lebensbaum, schätze ich mal. Belebte mein Licht, Uri, wieder und ein neues Zeitalter begann. Uri lebt wieder. Äußerst genial. Hammer. Und jetzt können wir endlich loslegen. Ja, und damit begrüße ich euch nochmal herzlich willkommen zu Ori and the Blind Forest. Ah. Ah, also muss ich noch mehr Anlauf nehmen, um höher zu springen. Ah, geschafft. Sehr schön. Waldsenke. Ah, da kommen wir noch nicht hoch. Aber hier. Ah, shit. Ich schätze, da sollen wir noch nicht hin. Sieht mir zumindest danach aus. Deswegen gehe ich auch hier weiter unten lang. Ah, aber das wollte ich nicht. Da oben ist... Das sieht mir stark nach Energie aus. Und die holen wir uns auch jetzt. Jawohl, sehr schön. Du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde geisterlich zu deinem hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße, um schnell Fähigkeitspunkte zu sammeln. Jawohl, das wird gemacht. Warte, halt, wo komme ich dann noch höher? Ich glaube schon, ne? Wir nehmen uns mal Anlauf mit. Nee, da kommen wir auch noch nicht hoch. Schade. Jetzt hätten wir das nächste Item gleich mitnehmen können. Ja gut, dann müssen wir hier runter. Gut, da kommen wir noch nicht lang. Aber hier schätze ich mal. Ah, shit. Ist ja tödlich, das Wasser. Sehr übel. Ich dachte jetzt, man könnte vielleicht eventuell drinnen schwimmen. So. Wartet mal kurz. Ich muss mal kurz Pause machen. So Leute, da bin ich wieder. Boah, ärgerlich, Alter, wenn da so eine scheiß Vertreter anrufen, die dir da was verticken wollen oder verjubeln wollen. Das kann ich gar nicht ab. Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sehr schön.
Yeah, mit deinem Powersprung hier rüber. Traumhaft. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und deinen Spielstand speichern kannst. Halte B gedrückt, um eine Seelenverbindung zu machen. Ja, das machen wir doch gleich mal. Wunderbar. Jetzt ist der Spielstand schon mal abgesichert. Das finde ich sehr gut. Das finde ich richtig gut. Wow. Du hast etwas geisterlich gefunden. Wenn du den Kreis fühlst, erhältst du einen Fähigkeitspunkt. Fühlst. Ah, nicht mehr viel, dann haben wir schon mal einen Fähigkeitenpunkt. Das finde ich super. So, gut, Leute, hier weiter im Programm. Kommen wir durch den Baumstamm hier durch. Ah, schaut mal einer an. Perfekt. Erzeuge eine Seelenverbindung und tippe in ihrer Nähe B an, um den Fähigkeitspunkt aufzurufen. So, jetzt gucken wir doch mal, wo wir am besten was nehmen. Flammensalve haben wir hier, dann Geistermanagement. Die meisten Sammelobjekte werden nun von Ori angezogen. Wiedererwecken ermöglicht das erneute Benutzen von Seelenverbindungen und verkürzt die Abklingzeit. Ja gut, ich würde sagen, erstmal brauchen wir... Erstmal brauchen wir einen Angriff, auf jeden Fall. Weil ohne Angriff ist hier definitiv nichts los. Und wie können wir schießen? Tief im Wald fand Ori, was verloren gegangen war. Ja, also tief im Wald fand Ori, was verloren gegangen war. Dann bin ich mal gespannt. Drücke X, um das kleine Licht aufzunehmen. Jawoll. Einzigartig, Freunde. Sauber. Meine Kraft kehrt zurück. Ich bin Sein, das Licht und die Augen des Geisterbaumes. Ich hatte mich in dieser Schlucht verirrt, als sie ihren Griff lockerte. Ich kann dich auf deine Reise führen, wenn du das möchtest. Und doch hörst du das, sie müssen dir hierher gefolgt sein. Und so ist es auch. Erledigt. Bäm, nicht mit mir, Freund. Komm her. Willst du dich mit mir anlegen, dann hast du schon verloren. Was jetzt? Jetzt hängt es gerade ein bisschen, das kann doch gar nicht sein.
jetzt läuft's wieder flüssiger. So, dann beeilen wir uns mal, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Wieder zurück, gut. Ja, dann würde ich mal glatt behaupten, ne? Bis zur nächsten Seelenverbindung. Bis wir dann wieder speichern können. Boah, die Gegner machen Respawn auch noch. Wie, jetzt bin ich gestorben oder was? Energiesplitter gefunden. Energiesplitter stellen die Energie von Oris Energiezellen wieder her. Sehr schön. Ihre Lichter werden zu mir zurückkehren, sprach einst der Geisterbaum. In der Senke hinter der Höhle werden wir ihn finden. Vor uns liegt ein Weg. Na gut. Oh, da haben wir es aber noch ganz schön weit. Aber ich denke, das kriegen wir auch gebacken. Das ist nicht das Problem. Neues Ziel, finde den Geisterbaum. Null Problemo. Schießen wir mal hier alles kaputt. Ah, und das gibt wieder Erfahrungspunkte hier. Immer gut zu wissen. Halt mal, hier geht's bestimmt runter, oder? Nee. Da habe ich mich nur geirrt. So. Gut, 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 gut. Perfekt. Na, kommt's runter oder nicht? Doch. Na, gibt's hier was zu holen? Nö. Schade. Perfekt. Alles hier mitnehmen. Jawollo. Vernichtet. Na gut, dann holen wir uns den anderen doch nochmal. Nein, also wird das nichts. Och, Manu. Ey, Mann. Was soll denn der Shit? Was soll ich drücken? Weiß gar nicht, was ich drücken soll, ey. Um die Karte aufzurufen. Nö.
So, komm. Oh, springen hoch. Gut gemacht. So, Attacke hier. So. So, was ist nun los? So, komm her hier. Ein Power Jump. Nix da. Oh, wie mir scheint, haben wir weitere Energiezelle bekommen. Oder Lebensenergie. Ah. Super gut, ja. Hier ist so eine Art Feenquelle. Das sieht mir ganz aus nach The Legend of Zelda, so ein bisschen. Geisterportale sind uralte Strukturen, die durch die Wurzeln des Geisterbaums verbunden sind. Nutze ihr Licht, um deine Kraft zu erneuern, wann immer du erschöpft bist. Ich schätze mal, da hoch kommen wir noch nicht. Sehr schön. Hier wurde das Spiel auch gespeichert. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, das war's mit dem Part und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr Daumen da lässt als Unterstützung oder gegebenenfalls abonniert, um keine Folge zu verpassen. Die Abos sind natürlich kostenlos. Liegt alles bei euch. Ich würde mich sehr freuen. Ciao und bis dann.